Und ich mache weiter die dritte Runde in ihm. Und heute werden wir ein bisschen in Christus sein. Man kann, wenn man das Thema studiert, eben nach in ihm Stellen suchen. Wenn man so ein bisschen auch chronologisch vorgeht, ihr erinnert euch, in der ersten Predigt ging es vor allem mal darum, wie komme ich überhaupt rein in ihn? Wie ist das, dass ich in ihm bin und wie kann ich ganz sicher sein? Und im zweiten Teil haben wir darüber gesprochen, was erwartet Gott von mir, wenn ich in ihm bin? Nämlich, dass ich Frucht bringe. Aber wie funktioniert das, dass ich in ihm Frucht bringe? Kann ich da irgendwas falsch machen? Und so weiter. Über das haben wir geredet. Wenn ihr nicht da wart oder schon wieder vergessen habt, dann es wird dann auch ein Set geben, aber ihr findet die Predigten auch auf unserem YouTube-Kanal. Und jetzt, heute geht es um einen ganz wichtigen Punkt. Das letzte Mal waren wir im Johannes, jetzt gehen wir weiter in den Römerbrief, denn dort haben wir eine ganze Menge Stellen und interessanterweise haben wir dort alle diese Stellen in Christus. Und ich will gar nicht jetzt so viel Verse euch bringen, ich will euch ermutigen, einfach mal wieder vielleicht den Römerbrief zu lesen. Das ist so ein schönes Ding, was man machen kann, so, es sind 16 Kapitel. Und da kann man so jeden Tag eins lesen, also bist du noch in diesem Jahr durch damit. Also wenn du heute anfängst, bist du gar noch vor Weihnachten fertig. Und der Römerbrief enthält auch auf eine sehr schöne und eindrückliche Weise eine Zusammenfassung der ganzen Bibel. Und ich möchte heute, ich habe drei Punkte, und weil ich nicht ganz so sortiert bin und nicht so ganz so funktioniere wie Pastor Manfred, fange ich heute mal mit dem zweiten Punkt an. Und der erste Punkt kommt dann auch noch, aber ihr werdet dann vielleicht verstehen, warum der erste Punkt vielleicht ein bisschen später kommt. Es ist der erste Punkt, aber auch wenn man den Römerbrief liest, aber ich fange mal bei Römer 5 an. Und im Römer 5, also mein zweiter Punkt heißt, seit Mose gilt das Gesetz. Oder ab Mose. Und im Römer 5, Vers 13 und 14 können wir lesen, ich lese es mal hier zuerst aus der Übersetzung. Denn die Sünde war wohl vor dem Gesetz in der Welt. Wir wissen, die Sünde, der Sündenfall war seit Adam in der Welt. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Ja, ich habe das schon mal erklärt gehabt, also auf der Autobahn, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, kann ich auch keine Geschwindigkeitsübertretung begehen. Das heißt, ohne Gesetz wird Sünde nicht als Sünde definiert oder sie ist nicht als Sünde zu erkennen, weil das Gesetz gibt wie ein Maßstab, was ist richtig und was ist falsch. Und Sünde war schon seit dem Sündenfall in der Welt, also von Adam bis Mose war Sünde schon da, aber es gab ja kein Gesetz. Also es gab niemanden, der gesagt hat, das ist Sünde. Und, oder das ist richtig zu tun, das ist falsch zu tun, das ist Gott wohlgefällig und das ist, oder wir haben ja Sünde auch, habe ich ja auch das letzte Mal definiert, Sünde ist schlichtweg Zielverfehlung. Das Problem ist, wenn du kein Ziel definiert hast, kannst du auch nicht sagen, wo daneben ist. Ja, dann kannst du eigentlich in alle Richtungen schießen und niemand kann sagen, das ist falsch. Und genau das war das Problem und deswegen hat Gott das Gesetz gegeben. Und dann heißt es im Vers 14, doch herrschte der Tod von Adam an bis zu Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, mit gleicher Übertretung wie Adam, der ein Bild dessen ist, der kommen sollte. Also mit anderen Worten, ich lese euch noch den Vers Römer 6, Vers 23 vor. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Erstmal bis dahin, den Rest machen wir dann. Also keine Angst, es wird schon noch erfreulicher. Aber wir müssen ja irgendwo erstmal anfangen. Also der Lohn der Sünde ist der Tod. Mit anderen Worten, seit dem Sündenfall ist Sünde in der Welt. In der Konsequenz davon ist der Tod in der Welt. Menschen sind gestorben, zuerst geistlich und dann auch körperlich. Und es gab zu allen Zeiten Gott wohlgefällige Menschen und es gab Menschen, die einfach gemacht haben, was sie wollten. Ja, denn wir lesen zum Beispiel von Abraham, und Abraham war ja vor Mose, also Abraham, Isaak, Jakob, Volk Israel, Mose. So, also einer davon war dann Mose. So, das ist einfach mal so
von der Zeitlinie her. Aber Abraham hatte zum Beispiel ein Empfinden dafür, was Gott wohlgefällig ist. Zum Beispiel, wenn er auf Beutezug gegangen war, er ist ja ausgezogen aus seinem Heimatland und dann hat er Land eingenommen, wo er gelebt hat dann und so weiter. Und er hat Melchisedek, der zu dieser Zeit, der, es gab auch noch kein Gesetz über hohe Priester und so weiter, aber er hat Melchisedek in Stellvertretung für Gott seinen Zehnten gebracht. Das, was du dann im 5. Mose, 8, Vers 18 liest, nämlich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergessen sollst, sondern dass du dich erinnerst. Er ist der, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Deswegen bringst du ihm nämlich den Zehnten, um das anzuerkennen und zu sagen, Herr, ich weiß, durch dich habe ich diesen Segen bekommen, durch dich habe ich die Kraft, das Vermögen zu schaffen. Du hast mir Erfolg gegeben, deswegen gebe ich dir etwas zurück. Das hat Abraham schon gemacht, lange bevor Mose überhaupt ein Thema war. Ganz geschweige denn von Gesetzestafeln und Regeln und so weiter. Ja. Interessant, denn in der Schöpfung ist das schon angelegt. Zum einen ein Verlangen nach dem Schöpfer, aber auch das Empfinden dafür, was richtig und falsch ist. Natürlich können, ist das auch, oder wird das schon von klein an, von Kindheit an, in bestimmte Richtungen geprägt. Und je nachdem, wie du aufwächst, ist es eben, hast du eben ein Bewusstsein für was falsch und was richtig ist. Oder eben nicht, ja, also ich sage mal ein Extrembeispiel, es gibt Menschen, auch Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die haben keinen Maßstab dafür, was Eigentum betrifft. Wenn etwas mir gehört oder wenn etwas dir gehört. Die finden einfach, ja, das kann ich doch jetzt einfach mal nehmen, ich brauche das doch jetzt. Du könntest mir doch was von deinem Geld geben. Du könntest doch eigentlich mehr von deinem Geld geben, damit ich mehr mit deinem Geld machen kann. Das nennt man dann Steuerpolitik zum Beispiel. Ja, also das, so, es ist wie kein Empfinden mehr dafür da, dass Eigentum etwas ist, was einer Person gehört und wofür die Person etwas getan hat. Und das fängt bei kleinen Dingen an, dass man vielleicht aus dem Büro einfach mitnimmt, was man braucht, sei es Briefpapier, Bleistifte, Kugelschreiber, Locher, Tacker oder was auch immer man so braucht. Ja. Und geht dann weiter, dass man zum Beispiel, wenn man in einem Hotelzimmer ist, einfach mal einpackt, was nicht angenäht ist oder angeschraubt ist und so weiter und so weiter. Und das auch noch völlig normal, als völlig normal betrachtet oder auch ohne zu fragen, einfach Dinge benutzt, Dinge nimmt und so weiter. Und die Auswirkungen davon sieht man dann in der Gemeinde zum Beispiel auch. Ja, wenn eine relativ hohe Verantwortungslosigkeit allem gegenüber herrscht, wenn man sich einfach gar nicht verantwortlich fühlt dafür, das sollen doch die machen, da können sich doch die Mitarbeiter drum kümmern. Oder können doch die machen, anstatt zu sagen, ich bin ein Teil davon und ich übernehme einen Teil der Verantwortung. Herr, was ist mein Platz? Wo möchtest du, dass ich Verantwortung übernehme? Ja, und da sieht man, das ist nicht nur, das ist auch in der Welt ein Stück weit drin. Auch da gibt es Menschen, die sehr verantwortlich mit Eigentum umgehen, die sehr, weil es in der Schöpfung schon angelegt ist, zumindest mal die Grundregeln zu erkennen. Ja. So, und dann kam das Gesetz dazu und das Gesetz ist eigentlich wie eine Definition von richtig und falsch oder es ist wie, eine andere Stelle beschreibt das so, der Mensch, der diese Dinge tut, der wird leben. So, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Das alles gilt bis zu Christus. Also du kannst jetzt wieder ganz relaxed sein und kannst zu deinem Nachbarn sagen, das gilt nicht für mich. Ja. So, weil aber wir müssen erstmal dort anfangen, weil wir verstehen nicht unsere Beziehung in Christus, wenn wir nicht verstehen, wie es von Anfang an gesetzt war, wenn wir das Gesetz nicht verstehen. So, jetzt ist Folgendes, seit Mose gilt das Gesetz, aber wir wissen auch darüber habe ich letztes Mal schon gesprochen, niemand schafft das ganze Gesetz zu halten. Und deswegen hat Jesus gesagt, ich komme, um das Gesetz für euch ein für alle Mal zu erfüllen. So, ich komme, um das Gesetz zu erfüllen. Und jetzt hat sich für uns als Gläubige folgende komfortable Situation ergeben. Du kannst dich entscheiden.
Bin ich in Christus? Bin ich mit dem Christus? Gehöre ich da dazu? Und dann hat er mir versprochen, er befähigt mich in allem, das zu tun, was ich tun soll. Nicht ich muss das selber machen, ich muss rausfinden, wie funktioniert es. Aber er befähigt mich. Nicht ich muss alles alleine durchkämpfen, sondern er möchte seine Fähigkeit in mir hervorbringen. Und der einzige Weg, wie ich das machen kann, ist, indem ich ihm Raum gebe in meinem Leben. Indem ich ihm einfach Anteil gebe an meinem Leben. Indem ich ihm erlaube, ein Teil meines Lebens zu sein. Aber wir müssen verstehen, Jesus bringt nicht wieder das Gesetz zurück. Das Dilemma von vielen Christen ist, dass sie glauben, wenn sie errettet werden oder wenn sie errettet sind, dass jetzt wieder das ganze Gesetz mit aller Schärfe gilt. Aber das ist nicht so. Das ist eine der größten Lügen des Teufels, die es gibt. Du bist nicht wieder zurück unter das Gesetz gegangen, sondern, jetzt lese ich den zweiten Teil von Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben. Aber wo ist das Leben? In Christus Jesus, unserem Herrn. Was ist eine Gnadengabe? Wir könnten auch, wir würden so ein Wort Gnadengabe würden wir nicht verwenden. Gnade ist, mir hat immer diese Definition so gut gefallen, die ich vor vielen Jahren mal gehört habe. Gnade ist, du bekommst nicht das, was du eigentlich verdient hättest, aber dafür bekommst du das, was du eigentlich nicht verdient hättest. Also du bekommst nicht die Strafe, die du eigentlich verdient hättest, aber du bekommst den Lohn, den du eigentlich nicht verdient hättest, weil du ja eigentlich die Strafe verdient hättest. Und was ist dazwischen? Dazwischen ist Jesus, der sagt, die Strafe nehme ich auf mich. Aber weil jetzt in deinem Leben ein Raum frei ist, und wenn du den nicht mit etwas füllst, füllt er sich sofort wieder mit Sünde. Und du landest wieder da, wo du schon mal gelandet bist. Füll doch diesen Raum mit meiner Liebe. Füll doch diesen Raum mit meiner Gegenwart. Und die meisten Menschen, glaube ich, kennen Jesus gar nicht so ganz wirklich. Sie kennen nur das, was jemand anders ihnen darüber erzählt hat. Aber das reicht nicht aus. Du musst Jesus persönlich kennen. Du musst selber eine Begegnung mit ihm gehabt haben in deinem Herzen, nicht nur einmal, sondern du musst sehen, wie er ist und wer er ist und dass er nicht das Gesetz ist. Jesus ist nicht die 10 Gebote. Jesus ist das Wort Gottes. Und was ist das erste Wort, das Gott gesprochen hat in Bezug auf Menschen? Das ist nämlich ganz interessant, wenn man das mal studiert. Jesus ist nicht das Gesetz Gottes, sondern Jesus ist das Wort Gottes. Und das erste Wort, was Gott in Bezug auf Menschen gesprochen hat, das erste Wort, was Gott über dich und mich gesagt hat, noch bevor wir überhaupt da waren, noch bevor überhaupt einer von uns da war, 1. Mose 2, 1, Vers 26. Und hier ist Gottes Programm mit den Menschen. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. So ähnlich wie wir, aber ein bisschen niedriger. Und sie sollen wie unsere Computer sein. Und wenn wir Tasten drücken, dann möchten wir, dass sie springen und dass sie tun und machen, wie es uns passt. Also wenn Gott das sagt, dann muss ich das ja machen. Ich habe ja gar keine andere Wahl. Wenn Gott das so sagt, gibt es ja gar keinen drin, dann muss ich das halt machen. Zähne knirschend, stinksauer, aber ich muss es machen. Gott hat es ja gesagt. Also ich lese nochmal vor, was in meiner Bibel steht. Ihr könnt gerne eure mit aufschlagen. Deswegen solltest du immer eine eigene Bibel haben. Stell dir mal vor, du hättest jetzt keine Bibel dabei gehabt und ich hätte das gelesen, du würdest womöglich noch glauben, dass das wirklich drin steht. Gut, ich meine, man könnte stutzig werden, dass das Wort Computer nicht in der Bibel steht, wenn man weiß, wann die Bibel geschrieben wurde. Aber ich hätte es auch anders sagen können. Also, Gott sagte, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Also eigentlich so wie wir, uns gleich. Ja, ähnlich, genauso wie wir, die genauso sind wie wir. Gott hat nicht in der Übersetzung, das ist so, das sind immer diese Übersetzungsprobleme. Das kommt so rüber wie lasst uns Menschen machen, so, ja, also immer schön darauf achten, dass sie noch ein bisschen unter uns sind, weil wir sind immer noch Gott. Aber das ist nicht so. Gott hat kein Problem damit, dass wir ihm gleich sind.
Er muss auch diesen Unterschied nicht dauernd betonen. Wenn du den Unterschied dauernd betonen musst, wenn du dauernd betonen musst, wie viel besser du als jemand anders bist, wie viel reifer du vielleicht als jemand anders bist, dann bist du es nicht wirklich. Denn wenn du das bist, dann weißt du, dass du das bist. Und dann kannst du in eine gewisse Ruhe kommen und dann musst du nicht dauernd auf den Tisch hauen und sagen, aber ich, sondern du weißt einfach, du bist es. So, wir sind in Gottes Bild geschaffen. Wir sind in Gottes Bild geschaffen, und zwar um zu herrschen über die Fische im Meer, die Vögel, das Vieh, über die ganze Erde. Über die ganze Erde, über alles, was sich regt und bewegt und kreucht und fleucht. Und das Nächste, was Gott zu den Menschen gesagt hat, ist, lass mich schnell gucken, im Vers 29, seht, ich habe euch alles Kraut, das Samen trägt auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen tragen, zur Speise gegeben. Und allen Tieren auf Erden, allen Vögeln unter dem Himmel, allen Kriechchen, die auf Erden geben, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Also mit anderen Worten, was sagt er hier? Wieder spannend, hochspannend. Also das Erste, was Gott sagt, lass mich dich so machen, dass du möglichst so nah bist, so bist wie ich. Warum? Weil Gott wahrscheinlich gut findet, wie er ist. Und ich finde es auch gut. Also hat er sich gedacht, lass uns doch noch mehr davon schaffen, damit wir ein Gegenüber haben, dann können wir Beziehungen haben, dann können wir Spaß haben, dann können wir es gut miteinander haben. Das war Gottes erstes Anliegen. Gottes zweites Anliegen war, Vers 28 habe ich noch vergessen, das ist das zweite eigentlich. Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht und so weiter. Mit anderen Worten, sein zweites Anliegen war, macht was aus euch, werdet groß, werdet bedeutsam, stellt was auf die Beine. Also Gott hat kein Konkurrenzdenken. Wir denken manchmal, oh, Gott kommt in Bedrängnis, ich nehme ihm die Ehre. Oder Gott kommt, wenn ich sündige oder wenn ich irgendwas falsch mache, oh, jetzt habe ich Gott den Rang abgelaufen. So ein Unsinn. Gott sagt, nee, macht mal, ihr könnt noch viele werden. Ich habe es gern, wenn viele da sind. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Macht einfach was draus. Und damit ihr nicht mit leeren Händen dasteht, habe ich euch alles, was auf dieser Erde ist, gegeben. Das gehört praktisch zusammen, Vers 28 und Vers 29. Ihr müsst nicht mit leeren Händen dastehen. Ihr müsst nicht abwarten und rausfinden, ja, wo kriege ich jetzt was her? Denn wenn ich fruchtbar bin und da sind noch mehr von uns da, dann brauchen die ja auch mehr zu essen. Jetzt muss ich erst mal schauen, wo ich was zu essen herkriege. Das ist alles kein Thema. Der Herr sagt, schau mal, das ist so, da ist alles schon da. Ja, ich meine, wenn du Kartoffeln pflanzt, dann wachsen Kartoffeln auf dem Feld, ob du jetzt was dazu tust, also ob du jetzt die ganze Zeit daneben stehst und zuschaust oder nicht. Klar, musst du vielleicht ab und zu mal gießen, aber im Großen und Ganzen wächst das Zeug einfach. Kannst du irgendwas wachsen lassen? Gott hat das alles gegeben. Warum? Weil er jeden einzelnen Menschen liebt. Deswegen ist Jesus ist nicht ein Gesetz. Du kannst nicht jemanden nach Gesetz lieben. Das ist immer mein persönliches, aber es ist nur ganz persönlich. Also wenn du das machst, fühlt sich niemand angegriffen oder in irgendeiner Weise irritiert. Aber in unserer Familie oder in unserer Ehe ist es so, dass der Eheabend irgendwie immer nicht wirklich so richtig funktioniert, also der regelmäßige Eheabend. Ich rede nur von mir, ich bin nicht fürs Gesetz gemacht. So immer Dienstagabend, jetzt Freude, Spaß, Lust, was mit dem Ehepartner zu machen, romantische Gefühle, funktioniert einfach nicht. Aber Jesus ist auch nicht als Gesetz gekommen. Es muss nicht nach Gesetz gehen. Deswegen ist Christus gekommen. Deswegen gibt es diese Gnadengabe. Gott hat von Anfang an gesagt, ich habe bestimmte Vorstellungen für den Menschen. Erstens, der soll möglichst genauso sein wie ich. Und zwar deswegen, weil ich alles Gute von mir möchte ich direkt in ihn reintun. Dann möchte ich gleich von Anfang an
weil Gott so ist, dass er fruchtbar ist, dass er was hervorbringt, weil er Freude daran hat. Jeder weiß, wie gut sich das anfühlt, wenn man irgendetwas mit seinen Händen macht. Wenn man irgendwas mit seinen Händen macht und man hat hinterher ein Ergebnis, das fühlt sich irgendwie einfach gut an. Das ist ein Fakt. Ja, das ist eine Tatsache. Das fühlt sich gut an. So, und aber damit du nicht das Gefühl hast, du weißt gar nicht, wovon du das machen sollst, hier habe ich noch für dich alle möglichen, was immer du brauchst. Deine ganze Versorgung, das ist, was Gott als allererstes zum Menschen sagt. Ich will, dass du mir gleich bist. Ich will, dass wir in einer Beziehung leben, ein Gegenüber. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild als Gegenüber. Und die Erde, die geben wir einfach den Menschen. Sollen sie Spaß haben damit? Sollen sie es gut haben? Alles, was ihr braucht, ich gebe es. Ist überhaupt kein Problem. Nimm, es gehört dir. Und dann ist es eben so gekommen, wie es eben gekommen ist, nämlich, dass der Mensch sich mit Satan eingelassen hat. Und plötzlich ist das, was eigentlich dem Menschen zum Segen gesetzt war, ihm zum Fluch geworden. Also gab es bestimmte Regeln, und das ist das Gesetz, um ein bisschen zu sortieren. Was tut dem Menschen gut, was tut dem Menschen nicht gut? Bestimmte Dinge tun dem Menschen nicht gut. Und deswegen ist es gut, zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Es tut nicht gut, wenn du verheiratet bist, plötzlich einen anderen Partner dir zu suchen. Das tut nicht gut, niemand tut das gut. Ja, der eine Partner ist zwischen zwei anderen Partnern hin und her gerissen, der andere Partner fühlt sich betrogen und verlassen und die andere Person, die hängt da dran wie das fünfte Rad am Wagen und ist auch nicht zufrieden, weil eigentlich der Wunsch ist, eine eigene Familie zu haben. Deswegen hat Gott da eine bestimmte Ordnung reingegeben. Und so ist es in allen Lebensbereichen. Die Gesetze sind eigentlich da, um den Menschen zu schützen und um ihn zu dienen. Aber das Fleisch, und das wissen wir alle, das eigene Fleisch hindert uns, die Gesetze zu erfüllen. Unser eigenes Gefühl, unsere eigenen Gedanken und natürlich auch Gedankenfestung, Ideen, Vorstellungen, die wir von außen bekommen. All das beeinflusst uns und hindert, dass wir das, was Gott eigentlich als Gutes für uns gedacht hat, wirklich so umsetzen und genießen können. So, und dann kam Christus, um das Gesetz zu erfüllen. Und seit Christus gibt es dieses wunderbare Angebot, wenn wir in ihm sind, gehört alles, was er am Kreuz bezahlt hat, alles, was er erworben hat, steht uns zur Verfügung. Und wenn wir anfangen, das zu begreifen, dann passiert Folgendes als nächstes. Lass mich das auch sagen. Dann kommt der Teufel als erstes und will dir einreden, das ist aber alles nur das langweilige Zeug, das, was keiner haben will. Und dann kommt er wieder mit dem Gesetz, weil du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Aber weißt du was? Das ist einfach nur der Teufel. Da gab es so eine schöne Fabel in der Schule. Ich habe mich noch erinnert, haben wir Fabeln behandelt. Das sind immer so Weisheiten, eben in Tiergeschichten verpackt sozusagen. Und da gab es diese Fabel mit dem Fuchs und den Trauben. Ja, der Fuchs, der an den Trauben vorbeikam. Und oben fliegen die Vögel und die picken die Trauben und sind vergnügt, die herrlich süßen Trauben. Aber leider ist der Fuchs zu klein und er kommt nicht hoch zu den Trauben. Der kann die Trauben nicht erreichen, egal wie sehr, er stellt sich auf die Hinterbeine, er kann die Trauben nicht erreichen. Also dreht er sich einfach um und sagt zu den Vögeln, die Trauben sind viel zu sauer. Ja. Und das ist das Einzige, was der Teufel machen kann. Aber die Vögel, die kosten die Trauben. Wenn sie schlau sind, wenn sie dumm sind, fliegen sie davon und sagen, der Fuchs hat gesagt, die Trauben sind sauer. Ja, hast du meine probiert? Nö, der Fuchs hat gesagt, die sind sauer. Wie viel lässt du dir die Tasche vollhauen von dem, was irgendwer gesagt hat? Das ist immer so eine interessante Frage. So, jetzt haben wir also die Möglichkeit, in Christus in all diese Dinge reinzukommen. Natürlich wird der Teufel uns erzählen, das ist wieder Gesetz, aber hier, ich habe es gerade vorgelesen, die Gnadengabe, ein Geschenk, ewiges Leben.
Nicht das Gesetz zu halten, sollte der Fokus als Christ sein, sondern in einer Beziehung mit Christus zu leben. So, jetzt war mein zweiter Punkt, seit Mose gilt das Gesetz. Und den ersten Punkt haben wir nämlich jetzt schon abgearbeitet und das steht im Römer 3, Vers 23 und 24, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst als Geschenk gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das Dilemma, der Ausweg aus dem Gesetz ist, in Christus zu sein. Das Dilemma, der Ausweg aus der Not, in der du bist, aus dem dauerschlechten Gewissen, aus der Dauerbedrückung, aus dem Dauern, oh, ich sollte und ich kann nicht und ich will nicht und ich mag nicht, ist die Gnadengabe in Christus Jesus zu erkennen. Und deswegen gibt es eigentlich nur noch Punkt 3. Die dritte Frage oder der dritte Punkt ist, wo lebst du? Es ist eine Sache, eine Entscheidung zu treffen, in Christus zu leben, sprich Jesus sei mein Herr. Und es ist eine andere Frage, darin wirklich zu leben. Und auch hier ist das Entscheidende nicht, wenn du in Christus bist, lebst du nicht mehr im Gesetz. Wenn du an Glauben denkst, wenn du an Gott denkst, fallen dir nicht zuerst die Gebote und die Gesetze ein. Wenn dir zuerst die Gebote und die Gesetze fallen, wann immer du an Gott denkst, dann lebst du im Gesetz. Wenn du im Wasser lebst und du nimmst einen Atemzug, dann ist alles voll Wasser. Mit anderen Worten, du brauchst Kiemen. Mit Kiemen kannst du nämlich im Wasser super atmen. Die Fische, das Wasser fließt rein und fließt wieder raus durch die Kiemen. Und es findet ein Sauerstoffaustausch statt. Wenn wir sagen zum Beispiel, das Gesetz, nehmen wir an, das Gesetz ist das Wasser. Solange, bis Jesus kam, bis zum Erlösungswerk, haben alle, die Gott wohlgefällig leben wollten, im Wasser gelebt. Unter dem Gesetz. Und sie hatten die entsprechende Ausrüstung. Sie hatten die Priester, die Opfer gebracht haben. Sie hatten ihre festen Strukturen und so weiter. Aber es war nicht wirklich befriedigend, weil der Raum war relativ begrenzt. Überleg dir mal, wie viel mehr Möglichkeiten du hast. Du kannst nämlich nicht nur auf der Erde, du kannst auch in der Luft leben. Du kannst überall leben, überall, wo es Sauerstoff hat. So an jedem beliebigen Ort. Im Wasser kannst du immer nur im Wasser leben. So, also wurde man von Neuem geboren. So, weil mit der neuen Geburt gab es eine neue Ausrüstung. So, und die neue Ausrüstung ist, ich rede natürlich von der geistlichen Ausrüstung, wir wissen alle, so wie wir nicht im Biologischen neu geboren sind, sind wir auch im Geistlichen, sind wir auch nicht, also unser Körper ist ja nicht neu und so weiter, aber wir haben die geistlichen Kiemen, die nur im Gesetz funktionieren, sind ausgetauscht worden. Denn alles das, was die Gesetze betrifft, jeder, oder sage ich mal so, das ist ja viel, wenn wir mit Leuten sprechen zum Beispiel über Glauben. Die wissen von den 10 Geboten, ich rede jetzt mal hier so von unserer Region. Die wissen was von Gott. Die wissen auch vom Gesetz. All das kennen die, das wissen die alles. Aber sie sind im Wasser. Und unsere verrückte Aufgabe ist, ihnen jetzt zu zeigen, hey, du kannst einen Schritt gehen, wo du dann statt der Kiemen Lungen bekommst und dann eröffnet sich für dich eine ganz, ganz neue Perspektive. Das Problem vom Fisch ist, dass er nur Wasser kennt und nur Wasser sieht, dass er gar keine Vorstellung hat. Und so haben wir ganz oft gar keine Vorstellung, zum Beispiel von der Liebe Gottes. Wir haben keine Vorstellung von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Lass uns mal aufschlagen, Römer 8. Da haben wir eine wunderschöne, in 2 Versen haben wir zusammengefasst, was eigentlich fast unbeschreiblich, unbegreiflich ist. Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, also das ist jetzt die Luther-Übersetzung, eigentlich, ich bin überzeugt oder mit tiefster Überzeugung, ich weiß,
dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder die Gegenwart noch die Zukunft, weder etwas Hohes noch etwas Tiefes, noch irgendeine Kreatur, irgendein Geschöpf mich von der Liebe Gottes trennen kann, die in Christus Jesus ist. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich den Schritt mache, in die Liebe Gottes einzutauchen, mach mal einfach so ein Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, du würdest dich jetzt der Liebe Gottes ganz hingeben. Du würdest Gott erlauben, mehr in deinem Leben mitzureden. Das Erste, was passieren würde, ist, dass du dich seiner Liebe hingibst. Denn so fängt es immer an. Ja, im Römer 5 heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Johannes greift das auch nochmal auf. Nein, im Römer 5 heißt es, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und dann heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat im Johannesbrief. So, Christus ist für uns gestorben. Also, der Preis wurde bezahlt, als es niemand von uns verdient hat. Und dann sagt Johannes, der Apostel der Liebe, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also unsere Liebe, es ist nicht so, oh, jetzt muss ich auch noch Gott anfangen zu lieben, sondern unsere Liebe wird erst dann aktiviert, wenn wir angefangen haben, seine Liebe zu empfangen. Und ich glaube, der größte Mangel, den ich heute sehe im Leib Christi, ist die Fähigkeit, die Liebe Gottes zu empfangen. Das ist aber, wenn du nicht in der Lage bist, die Liebe Gottes zu empfangen, dann bist du nicht in Christus. Du kannst nicht in Christus sein. Lies mal, was Johannes darüber schreibt. Wenn du in ihm bist und in seiner Liebe und seine Liebe in dir ist, das ist das Zeichen dafür, dass du in Christus bist. Du kannst neben Christus laufen und dich so an ihm festhalten und so noch mit ins ewige Leben kommen. Und viele machen das. Viele sogenannte Namenschristen machen das. Die halten sich so noch fest an Jesus, dass sie es einfach nur irgendwie schaffen ins ewige Leben rein, weil sie natürlich nicht in der Ewigkeit verloren sein wollen. Aber sie erleben niemals, wie das ist, wenn plötzlich von innen heraus eine Quelle der Liebe anfängt zu sprudeln. Und zwar in einem Moment, wo du es nicht verdient hast, wo du dich nicht als würdig empfindest, wo du überhaupt nicht damit rechnest. Und hier kommt wieder der Punkt der Entscheidung. Denn der dritte Punkt ist, wo lebst du? Und wo du lebst, ist deine Entscheidung. Wir haben eine Möglichkeit zu entscheiden. Wir können unser Herz für diese Liebe öffnen. Und dann kommt immer die Frage, ja, aber wie mache ich das? Ich probiere das ja, aber funktioniert ja nicht. Und auch da sage ich einfach mal, stellt euch mal vor, ich weiß nicht, es gibt ja jetzt so Fernsehsendungen, wo Häuser ausgeräumt werden und so weiter und alles, ja, so. Stellt euch mal so ein richtiges Messi-Haus vor. Ich weiß nicht, ob ihr mal so eine Sendung gesehen habt, ja, wo Trödeltrupp oder weiß ich, es gibt ja zuhauf solche Sendungen jetzt gerade im Fernsehen, ja. Und für die nicht wissen, was das ist, also Messi, das sind Leute, die einfach aus einer extremen Verlustangst heraus alles sammeln, bis hin zu Zeitungspapieren. Das kann also so sein, dass alles gestapelt und alles, es gibt unterschiedliche Varianten, es gibt noch einigermaßen geordnete, aber es gibt auch die, wo alles einfach gestopft ist. Und das ist so, dass praktisch der Raum, in dem sie leben, immer kleiner wird. Und irgendwann gibt es nicht mal mehr einen Platz, wo sie sitzen können. Irgendwann gibt es nicht mal mehr eine Ecke, wo sie richtig schlafen können, weil alles mit Sachen zugestellt ist, weil immer der Gedanke ist, ja, aber vielleicht brauche ich das noch und irgendwann brauche ich das noch und das hat doch noch einen Wert und immer die extreme Verlustangst. Und die bringt Menschen dazu, in Zuständen zu leben, die katastrophal sind. Aber das ist etwas, was hier innen drin abläuft. Und das Bild, das der Herr mir gegeben hat, ist, dass viele Christen in ihrem geistlichen Haus, in so einem Haus leben. Es ist vollgestellt, es ist alles zu. Es ist, wenn jetzt Jesus klopft, es ist nicht mal, du kannst nicht mal sagen, komm rein, tritt ein, weil es ist kein Gang mehr. Du kannst noch dort stehen, aber es ist kein Platz mehr.
Das sind die schönen, aber das sind doch meine Lieblingserinnerungen, das sind doch meine schönen Hobbys, das sind doch meine wertvollen Sachen, das ist doch mein, und das brauche ich doch noch, und das brauche ich doch noch, und das brauche ich doch noch. Aber wenn jemand von außen kommen würde, ich meine nicht Gott, sondern einfach ein anderer Mensch, ja, ich weiß nicht, ob ihr mal in so einem Haushalt wart oder in so einem, wenn du da reinkommst, wenn du das siehst, das ist alles Müll. Und selbst die Sachen, die eigentlich gute Sachen wären, sind durch den Dreck und durch das, dass sie nicht gepflegt und unterhalten werden, sind sie kaputt. Zum Teil nicht mehr zu gebrauchen. Da sind vielmals, also manchmal gestapelte Elektrogeräte, die sind schon 10 Jahre alt. Die würden alle funktionieren, aber man hat heute viel bessere, viel leisere, viel kleinere, schnellere Geräte und so weiter. Oder auch ganz viele Dinge, Handys, die gar nicht funktionieren, Dinge, die gesammelt werden, die gar nicht funktionieren. Und der Schlüssel ist eigentlich diese extreme Angst, etwas zu verlieren. Und was ist die Antwort auf Angst? 1. Johannes 4, Vers 17. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Yes. Denn die Furcht, die Angst hat Schmerz. Die Angst birgt immer das Potenzial einer Strafe. Warum? Weil man aus Angst getrieben immer die falschen Dinge tut. Wenn du aus Angst motiviert und getrieben bist, triffst du meistens die falschen Entscheidungen. In Panik trifft man meistens die falschen Entscheidungen. Und jetzt stell dir dieses Messi-Haus vor. Und jetzt klopft der Trödeltrupp an der Tür. Ja. Jetzt klopft Jesus, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist und sagt, dürfen wir, wollen wir zusammen aufräumen. Und dann, wenn ihr die Sendung mal gesehen habt, dann gibt es 2 Arten von Menschen. Schwer ist es für alle. Es ist für keinen leicht, der in so einem Haus lebt. Aber es gibt die, die sich manchmal unter Tränen darauf einlassen, und das ist ein schmerzvoller Prozess, die vielleicht irgendwann sagen, ich mach einfach du, ich vertraue dir jetzt einfach, schmeiß einfach weg, und wenn noch was einen Wert hat, dann ja, und vielmals kommen dann die sogenannten Trödelprofis, die das dann also noch zu Geld machen, was zu Geld zu machen geht, und fragen, guck mal, das wäre noch, hat das irgendeine Bedeutung für dich oder kann das weg? Die kommen nicht einfach mit einer großen Schubkarre und schmeißen alles weg, sondern sie wollen, sie reden mit dem Menschen. Das ist, was der Herr möchte. Der Heilige Geist möchte mit dir reden. Er möchte sagen, brauchst du wirklich diese vielen Stunden vorm Fernsehen, vorm Internet, mit irgendwelchen Zeitschriften, die eigentlich nicht wirklich erfüllend sind, weil du immer Dinge siehst, von denen du träumst, aber die du nie real wirklich hast. Oder brauchst du wirklich diese Freundschaft mit diesen Menschen, die eigentlich nicht wirklich einen Segen in dein Leben bringen? Brauchst du das wirklich? Oder möchtest du vielleicht den Versuch wagen, mir zu vertrauen, dass ich etwas Besseres in dein Leben bringe? Oh ja, das habe ich schon mal probiert und dann war alles weg und dann hatte ich keine Freunde mehr und kein Geld mehr und gar nichts. Ja. Wer redet da? Die Trauben sind viel zu sauer. Ich kenne niemanden, ich kenne keinen einzigen Christen, der ernsthaft versucht hat, und ich rede jetzt von ernsthaft, mit dem Herrn sein Haus aufzuräumen und wo es nicht funktioniert hat. Wenn es nicht funktioniert, ist es, weil wir plötzlich anfangen, an dem alten Zeug zu klammern. Weil wir plötzlich aus irgendwelchen, und ich kann euch sagen, ich weiß genau, von was ich rede. Über Jahre habe ich unter dieser verrückten Idee gelitten. Ich müsse jetzt an Weihnachten ein bestimmtes Gericht kochen. Alle haben gelitten, die ganze Familie. Ich hasse zu kochen. Ich konnte es aber nicht wirklich gut, weil ich es nämlich nicht gerne. Hier kommt genau wieder der Fluch rein. Ich kann sehr gut kochen, wenn ich es gerne mache. Sachen, die ich gerne koche. Aber wenn ich anfange, ich muss es machen, dann bringe ich es nicht auf die Reihe. Selbst das, was ich eigentlich könnte, bringe ich nicht mehr auf die Reihe, weil ich mich wieder unter das Gesetz begebe. Warum begeben wir uns so oft unter das Gesetz? Weil wir nicht abhängig sein wollen von Christus. Und wir verstehen nicht, dass wir alle abhängig sind von Gott.
Wir sind abhängig von Gott. Niemand von uns kann sein Leben verlängern oder verkürzen. Niemand von uns kann sich aussuchen, zum Beispiel, was für ein Körper, was für genetische Anlagen du hast. Ob da viel Krankheitszerstörung ist. Niemand von uns kann sich aussuchen, ob er, ich sag's mal, ein Mimöschen ist in seinem Gefühlsleben oder ob er eher so ein robuster Typ ist. Vielleicht sogar wie, ich habe eine Bekannte, die hat immer gesagt, sie leidet darunter, dass sie so unsensibel ist oder dass sie so wenig wahrnimmt von anderen Leuten. Ja, und dann gibt es wieder die Hochsensiblen, die schon, nur wenn einer mal geschaut hat, dann ist schon das ganze Programm gelaufen. So, und niemand von uns hat sich das ausgesucht, wie wir sind. Niemand von uns hat sich das Puff, sage ich mal, das Haus, dieses ganze Durcheinander, in dem wir uns befunden haben vor unserer Bekehrung, hat sich das ausgesucht. Aber wenn wir nicht anfangen aufzuräumen, wenn wir nicht Schritt für Schritt daran gehen, dann wird das immer so bleiben. Ja, und das ist gerade mein Punkt hier, nämlich für eine kurze Werbung. Ich hatte ja das schon angedeutet, dass wir diese Hefte jetzt bestellt haben. Zum einen über Ehe und Familie, zum anderen über Jüngerschaft, aber ich möchte vor allem das euch ans Herz legen, und zwar Lebensbeichte und Lebensbereinigung. Und man kann zum Beispiel mit einem Buch so das folgendermaßen machen. Man nimmt dieses Büchlein, man liest es, also man kauft sich es, liest, und überall, an allen Stellen, wo man merkt, nicht so sehr vom Verstand, ah ja, erinnere ich mich, sondern wo man in seinem Herzen merkt, da regt sich was, da passiert plötzlich was. Dein Verstand sagt, nee, das hast du nie gemacht, nee. Unser Verstand kann uns so belügen, wir sind Weltmeister im Verdrängen. Der menschliche Verstand ist in der Lage, Dinge zu vergessen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sehr. Warum? Gott hat diese Eigenschaft gegeben. Das ist eine Eigenschaft Gottes, zu vergessen. Gott vergisst deine Sünden, wenn du sie bekannt hast. Da weiß er gar nicht mehr, von was du redest. Und zwar so schnell, wie du gar nicht gucken kannst. Das ist eine göttliche Eigenschaft, zu vergessen. Das heißt mit anderen Worten, die funktioniert halt manchmal auch an der falschen Stelle. Aber das liegt ja daran, dass wir das koordinieren lernen müssen. Wenn du merkst, da spricht irgendwas an, dann markier dir die Stelle. Und fang an zu beten, fang an den Herrn zu fragen. Und dann versuche nicht alles alleine zu machen. Gibt es hier auch noch eine schöne Stelle in Christus im Römerbrief, Römer 12, Vers 5. So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Ja, weißt du, ich will mich da nicht von irgendjemand abhängig machen. Ich will nicht, dass irgendjemand anders da so in mein Leben so reinguckt oder so reingeht. Lass mich nochmal lesen. Also in dem Moment, wo du Ja zu Jesus gesagt hast, bist du da hängst du mit den allen anderen zusammen. Du bist abhängig von denen und die sind abhängig von dir. Das ist nämlich das, was Gott so gesetzt hat. Er hat gesagt, seid mein Leib hier auf der Erde. Und ich meine, jetzt stell dir mal vor, deine Hand hätte heute Morgen gesagt, ich bleibe zu Hause. Gut, mit einer Hand kann man auch noch Auto fahren. Stell dir vor, die zweite Hand hätte auch aus Solidarität gesagt, nö, dann komme ich auch nicht mit. Okay, probieren wir mit den Füßen. Dann sagen die Füße, ja, wenn die Hände nicht gehen, warum sollen wir dann gehen? Und schließlich sagt der Kopf, gut, dann mache ich eben auch. Wenn jeder macht, was er will, mache ich auch, was ich will. So, und jetzt sitzt da dein Geist in deinem Herzen. Das ist nämlich nicht im Kopf, im Verstand, sondern in deinem Herzen. Und möchte zum Gottesdienst gehen. Die Füße sind nicht dabei, die Hände sind nicht dabei, der Kopf ist nicht dabei. Wie soll jetzt der restliche Leib bitte in die Gemeinde kommen? Einfach kleine Frage. Das ist, wie Gott das gedacht hat. Wieso sind nicht mehr Leute da? Wieso sind nicht mehr Leute im Kinderdienst da? Wieso sind nicht mehr Leute im Lobpreis da? Wieso sind nicht mehr Leute in der Cafeteria zum Helfen? Wieso sind nicht mehr Leute zum Putzen da? Wieso haben wir keine größeren Räume? Wieso ist nicht mehr Geld da, um ein eigenes Gebäude zu haben? Wieso ist... Das kann ich dir sagen. Weil die Finger, die Zehen, die Hände, die Füße, die Ohren und die Nase gerade im Streik sind und ihr eigenes Ding versuchen zu machen. Aber lass uns mal ganz kurz noch einen Moment bei der Biologie bleiben. Stell dir mal vor, deine Nase liegt jetzt zu Hause. Was glaubst du, wie viel die Nase noch riechen kann? Ich,
ich kann dir sagen, nichts mehr. Ihre ganze Qualifikation ist verloren, weil damit dieses Gefühl von Geruch sich überall ausbreiten kann, damit man das wahrnimmt, brauchst du das Gehirn. Das ist miteinander vernetzt. Und die Nase kann auch nicht, wenn die zum Beispiel ein bisschen weiter weg irgendwas sieht, was gut duften könnte, kann die auch nicht alleine dahin gehen. Die braucht Füße, die sie dorthin tragen. Vielleicht braucht sie eine Hand, die etwas zur Nase führt, sodass sie diesen schönen Geruch riechen kann. Und in dieser selben Art und Weise sind wir. Das ist nicht optional, das ist nicht möglicherweise, sondern wir sind in Christus ein Leib miteinander verknüpft. Und was ich in vielen Gemeinden im Moment sehe, ist, dass Teile des Leibes fehlen, wie bei einem Leprakranken. Und andere Teile sind zwar da, aber die, wenn die Hände sich nur verschränken und so, nö. Und damit ja nicht auf die Idee kommt, was zu machen, halte ich mich noch fester. Ja. So. Und die Füße, nö. Hier stehe ich kann nicht anders, so wahr mir Gott helfe, ich kann jetzt keinen Schritt mehr gehen. Es geht einfach nicht. Das muss der Körper verstehen. Das geht jetzt einfach nicht. So, da kann der Kopf noch lange wollen. Der Unterschied zwischen deinem physischen Leib und dem Leib Christi ist ein einziger. Der Leib Christi besteht aus vielen einzelnen Menschen. Der einzelne Leib hat nur einen Willen. Der Leib Christi hat möglicherweise viele Willen. Und deswegen hat Jesus gesagt, das tun wir alles in Christus rein. Weil in Christus, und das ist der Teil, den wir verstehen müssen, in Christus ist es perfekt. Wenn du in Christus bist, dann weißt du, dass du geliebt bist. Und wenn du weißt, dass du geliebt bist, dann fühlst du dich auch geliebt. Solange du noch rumläufst und sagst, aber ich fühle nicht, dass Gott mich liebt. Erlaube dem Heiligen Geist, eine Schaufel zu nehmen und Müll rauszuschmeißen, damit Platz ist für mehr Liebe. Es ist nicht, dass Gott nicht mehr Liebe reingeben will, sondern er respektiert, dass du die Tür zugemacht hast. Bei manchen steht der Herr vor der Tür und klopft die ganze Zeit und sagt, lass mich doch bitte rein. Lass mich ein Stückchen rein. Erlaube mir, dir zu zeigen, wie gut ich bin. Während Gott sagt, erlaube mir zu zeigen, wie gut ich bin, schreien 5 Dämonen, erlaube mir zu zeigen, wie gesetzlich ich bin, hier kommt das Gesetz, hier kommt das Gesetz, hier kommt das Gesetz. Erlaube mir, dir zu zeigen, was du alles machen musst, wenn du Christ bist. Erlaube mir, dir zu zeigen, wie du sein musst. Vergiss es, deine eigene Persönlichkeit, alles kommt unter die Räder. Dein Geld, alles, du wirst alles verlieren. Jetzt musst du dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Wo möchte ich leben? Und du kannst dich entscheiden, wie viel von diesem Ungeziefer in deinem Kopf reden darf und wie viel nicht. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und zwar in einem ganz materiellen Sinne. Also mein Haus steht für Gott zur Verfügung. Wenn er da jemand unterbringen will, kann er jemand unterbringen. Wenn er will, dass ich woanders wohne, wohne ich woanders und so weiter. Ich sage es jetzt mal in einem sehr buchstäblichen Sinne. Ich stehe einfach Gott zur Verfügung. Und zwar sowohl dieses Haus, mein physisches Haus, als auch das Haus, in dem wir wohnen. Deswegen ist es eben gut, wenn du ein eigenes Haus hast, weil du kannst Gott nur was zur Verfügung stehen, was dir gehört. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich will das auch nicht zu sehr überstrapazieren. Du kannst Gott nicht was schenken, was dir nicht gehört. Aber du kannst dort anfangen, dass du sagst, Herr, aber meine Mietwohnung steht dir auf jeden Fall mal zur Verfügung. Das ist mal ein Anfang. Ja, nur es ist irgendwie auch peinlich, wenn Gott sich dann an die Regeln des Vermieters halten muss. Herr, es tut mir leid, wir können heute nicht waschen, weil heute ist nicht mein Waschtag. Ich sage es einfach mal, es sind einfach so Gedanken, die ich da manchmal habe. Wir trennen die geistlichen Dinge, wir trennen die Bibeldinge so extrem von unserem normalen Leben. Und plötzlich wird alles, was mit Gott zu tun hat, so unnormal. So. Und wenn dann irgendwelche Probleme und Herausforderungen kommen, haben wir keine Antworten, weil wir ja das hier, das haben wir ja als ja, unnormal, als Gesetz, als verdammend und so weiter abgestempelt.
Ich meine, die Kloschüssel ist für bestimmte Vorrichtungen gedacht. Ich würde in der Kloschüssel auch nicht kochen. Es ist im Kopf, als was definieren wir etwas? Ist es mein Kochtopf oder ist es mein Nachttopf, der auf dem Herd steht? Als was definiere ich es? Ist es mein Kochtopf oder mein Nachttopf? Ist es Gottes Wort oder ist es Gottes Gesetz? Ist es ein Gesetz, dass Gott mich liebt? Oder ist es eine Tatsache, die mein Leben reich macht? Als was definiere ich es? Diese große Freiheit haben wir als Menschen. Wir können all diese Dinge definieren. Und zwar ohne irgendwas und niemand redet uns rein. Wir haben diese Freiheit. Aber wir müssen mit den Konsequenzen leben. Dasselbe kann ich auch mit anderen machen. Ich kann zum Beispiel definieren, also mein ganzes Leben wäre super, wenn mein Mann nicht so und so wäre. Wir könnten es richtig gut miteinander haben. Sorry, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel. Ich will nicht irgendjemand anders nehmen. Wir können es richtig gut mit, ich könnte jeden anderen nehmen. Wir können es richtig gut miteinander haben, wenn mein Mann nicht so, wenn der nicht so, so ein super Intellektueller wäre, der immer alles auf diese intellektuelle Schiene bringt. Wir könnten es richtig gut miteinander haben. Und der ist immer so rational und immer so alles wird analysiert und zerkleinert und oh, da ist überhaupt kein Gefühl drin. So, alles wäre so einfach, wenn er nicht so wäre. Und so kann ich die ganze Zeit, jeden Tag, 24 Stunden könnte ich mich dran nerven, jeden Tag. Aber ich kann auch eine andere Perspektive einnehmen. Ich kann ihn auch anschauen und kann sagen, okay, mein Mann ist ein sehr rational denkender Mensch. Er ist meistens sehr, sehr analytisch. Und das ist eigentlich sehr gut. Und da, wo es nicht ist, naja, ich meine, da ist es halt nicht. Ich bin ja auch nicht perfekt. Aber ich kann anfangen, das zu sehen, was gut ist an ihm. Ich kann sehen, dass genau dieses Analytische, genau dieses nicht mit dem Status quo zufrieden sein, dieses eben, nein, es muss genauer sein, als es schon da ist. Und so weiter. Genau das hat eben dazu geführt, dass inzwischen, und es ist nicht übertrieben, Tausende von Menschen, weil wir haben mehrere Tausend Neue Testamente schon verkauft, gesegnet sind mit Offenbarung vom Wort Gottes. Ich weiß nicht, ich habe keinen Überblick, wie viel, wenn ich alle Bücher, die wir geschrieben haben, die er geschrieben hat, zusammennehmen würde, wie viele Tausende davon schon verkauft sind, wie viele Menschen gesegnet worden sind, zum Beispiel in ihren Finanzen durch die Lehre, die in diesen Büchern ist. Hätte er diese Bücher so geschrieben, wenn er mehr gefühlsbetont wäre? Nein, dann hätte er meistens keine Lust gehabt, was zu schreiben und hätte es nicht gemacht. Das ist einfach mal ein Fakt. Ja, das sind jetzt wieder mal die Seiten, mit denen ich mich rumschlagen muss vielleicht. Gerade wenn es zu so einem Thema wie Bücherschreiben kommt. Weil gerade kürzlich wieder jemand sowas zu mir gesagt hat, in Bezug auf, worüber ich ein Buch schreiben sollte. So, ja. Und wir können alles, jede Sache, die in unser Leben kommt, vom Herrn, selbst alle Sachen, die sonst in unserem Leben sind, wir können jede negative Situation, können wir sehen als eine richtig große Herausforderung. Wir haben jetzt in der Bibelschulwoche, war die ganze Woche das Thema Glauben. Da ging es auch um die Gabe des Glaubens. Und viele, wer von euch möchte gerne mal die Gabe des Glaubens in seinem Leben erleben? Weißt du, wie die Gabe des Glaubens überhaupt nur zustande kommt, neben dem, dass es ein Geschenk ist, das dir Gott einfach gibt? Wann gibt er dir das? Wenn du es brauchst. Und wann brauchst du eine übernatürliche Gabe des Glaubens? Wenn alles bestens läuft? Wenn alles toll ist? Ach, könnte doch jetzt der Herr mal das Matterhorn ein Stückchen näher ranbringen? Könnte der Herr doch mal so das Matterhorn und mal so Eiger, Mönch und Jungfrau und das Matterhorn mal so zusammen, das wäre doch auch eine schöne Gruppe oder so. Könnte doch der Herr mal, sprechen wir mal, nehme ich jetzt mal die Gabe des Glaubens. Da. So ein Schwachsinn! Wessen Leben wäre verändert, wenn die Berge näher zusammenrücken?
Aber wann brauchst du wirklich die Gabe des Glaubens? Wenn du ein richtig, richtig, richtig fettes Problem hast. Wenn das Problem so riesig ist, dass du keinen Ausweg mehr siehst. Wenn alle deine Möglichkeiten nicht mehr gegriffen haben. Und wie kriegst du die Gabe des Glaubens? Ich sage es nochmal. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Und alles, was du tun musst, ist, den Stolz ablegen und sagen, okay, ich brauch's, ich nehm's. Und dann sagst du, Herr, die Gabe des Glaubens, wie funktioniert die? Die funktioniert ganz einfach. Herr, ich stimme jetzt einfach mit dem überein, was du sagst. Und du sagst zum Beispiel, dass du nicht Gedanken des Versagens und des Todes und das über mich hast, sondern Gedanken von Zukunft und Hoffnung. Gute Gedanken. Ja, und plötzlich ist der Vers, Gottes Wege sind höher als unsere Wege, nicht mehr so ein Vers, ja, wir können sie nicht begreifen, Gottes Wege sind höher als unsere, sondern plötzlich ist es, Gottes Wege sind höher. Gott sei Dank sind Gottes Wege höher als unsere. Die sind nämlich höher als die hohen Berge, die vor uns stehen. Und plötzlich kriegst du eine andere Perspektive auf dieselbe Sache. Und auf einmal fangen die Dinge an, sich zu bewegen und fangen Dinge an, sich in die richtige Richtung zu klären. Aber am Anfang steht immer deine Entscheidung. Wo lebst du? Wo lebst du? In Christus? In seinem Leib? Ja, auch gebunden an ein paar Glieder, die du dir vielleicht so nicht rausgesucht hättest. Aber ich meine, frag mal deinen Zeigefinger, ob der gerne neben deinem Mittelfinger sein ganzes Leben lang sein wollte. Oder hast du schon mal deine Zehen gefragt, ob die nebeneinander sein wollten? Ja, da gibt es ja manchmal so lustige Konstellationen an den Füßen. Das ein Zeh, der weiter vorne steht, kleiner ist als einer, der weiter hinten steht. Und der weiter hinten steht, dann, der stößt sich dann immer irgendwo am Schuh an. Und dann beschwert er sich immer und sagt zu dem, der weiter vorne steht, du solltest eigentlich so groß sein wie ich. Oder wir sollten den Platz tauschen. Das wird aber nicht passieren. So, du kannst noch so lange hadern mit dem, wo du bist und wie du bist. Oder du sagst einfach, Herr, und das ist das, was ich vor, ja, inzwischen ist 29 Jahre, 27. November waren es 29 Jahre, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, Herr, wenn das wirklich so ist, dann beweis es mir. Beweis mir deine Liebe. Beweis mir, dass es nicht wieder noch ein Gesetz ist und noch eine Regel. Und den Schritt machen noch viele. Und der nächste Schritt ist, eben, ich gebe dir mein Leben. Ich tue, was du mir sagst, aber Herr, nur, dass du es weißt. Ich will über einen bestimmten Zeitraum auch Resultate sehen. Und das ist die Art von Beziehung, die ich angefangen habe, mit Jesus aufzubauen. Nicht platonisch, nicht so im Kopf und, oh, Halleluja. Und dann gehe ich aus der Gemeinde raus und denke, oh mein Gott, wie kriege ich das und das geregelt? Nein, sondern genau in dieser Weise, Herr. Herr, bist du vorbereitet für die und die Situation jetzt? Herr, was denkst du darüber? Und die ersten Jahre, kann ich sagen, waren nur Aufräumen. Und ich hatte ein Messi-Haus in meinem Innern. Da war ein richtiges Durcheinander. Und dann räumt man auf. Und je mehr Raum da ist, umso leichter wird das mit dem Aufräumen. Umso schöner lebt sich's auch mit dir selbst. Du hältst es viel besser mit dir selbst aus. Aber der Schlüssel, der Anfang ist immer, dass du die Liebe Gottes empfangen kannst. Halleluja. Halleluja. Du entscheidest dich, ich will da leben, ich will in diesem Haus leben, ich will, dass Jesus mein Herr ist. Aber wenn ich diese schwergewichtigen Worte jetzt sage, Jesus sei mein Herr, dann will ich auch seine Liebe erleben. Ich will erleben, wie seine Güte mich in die Umkehr bringt. Nicht die Gesetze, nicht die Regeln, nicht die Verdammnis, nicht die Angst, sondern seine Güte. Und wenn seine Güte dich in die Umkehr bringt, ich sag's dir, du kehrst schnell um und derselbe Fehler wird dir nicht so schnell wieder passieren. Du bist nicht dauernd immer wieder am Umkehren. Eine Anfangsphase, weil du umlernen musst, umzudenken. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal zusammen aufstehen.
Halleluja. Oh, der Viata Kanamana Sande Vedeshi. Shi de Viato Kaseve de Vedeshi. Le de Viakadi Badabada Vedeshi Alamasam. Halleluja. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein. Und ich bitte dich, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst. Ich bete, Heiliger Geist, komm und gieß die Liebe Gottes einmal mehr aus über der ganzen Versammlung. Halleluja. Und ich sage in Jesu Namen, dass die Liebe Gottes jetzt in jedes einzelne Herz strömt. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, wunderbarer Gott, dass du jeden Einzelnen jetzt berührst. Mit deiner Güte, mit deiner Gnade, in einer Art und Weise, dass er es einfach weiß. Dass du es bist, dass es nicht Menschen sind. Halleluja. Und ich will euch einladen, streck dich jetzt einfach danach aus. Ich will nicht Hände auflegen, weil dann ist wieder, ja, das sind ja Menschen. Sondern ich will einfach, dass du dich ausstreckst, dass du sagst, Herr, ich möchte jetzt einfach gerne was von dir empfangen. Halleluja. 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 Schließ einfach deine Augen und sag, Herr, berühre mich jetzt in der Tiefe des Herzens. Ich werde jetzt nicht gehen, ohne dass du mich füllst mit deiner Liebe. Und egal, was so für Gedanken oder für was immer kommt, leg das einfach zur Seite, wenn der Fuchs kommt und anfängt zu erzählen von den sauren Trauben. Frag nicht den Fuchs, frag die Vögel, frag den Heiligen Geist, ob die Liebe Gottes da ist. Shigeri alamasa, shigeri alamasa, shigeri.